Was zur Hölle? Wo bin ich? Was bin ich? Ah, Klößchen, mein lieber Freund. Ich habe lange Zeit auf dich gewartet. Deine Ankunft wird ein neues Zeitalter einläuten. Wie bitte? Ich bin Willy Wonka. Herzlich willkommen in meiner Schokoladenfabrik. Persönlich, ich bin ja kein Fan von Schokolade. Ach, ist das so? Deine Schlabberbacken, dein praller Schoki-Bauch und deine stolze Sammlung von Diabetestypen sagt etwas ganz anderes. Das sieht aber sehr interessant aus. So, da wären wir. Riechst du den sanft gerösteten Kakao? Spürst du den Zucker in der Luft, der sanft deine Haut kitzelt? Ich muss zugeben, dass mir gerade das Wasser im Mund zusammenläuft. Hey, Drachenlord Pipapo, wir sind hier. Ist kein Witz. Winke, winke. Was zur Hölle ist da los? Was ist da los mit deiner Hurensöhne? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Warum so aggressiv? Aber Klößchen, habe etwas mehr Respekt vor meinen getreuen Umpa-Lumpas. Sie arbeiten hier hart, damit die Kinder immer rechtzeitig ihre Schokolade bekommen. Passt auf, verarschen kann ich mich alleine von wegen, das ist harte Arbeit. Geh du mal wieder da, wo du hingehörst, weißt du? Deine Kommentare, und das kannst du dir sparen. Du kleiner Wichser da, Nun beruhigt euch, meine kleinen Helferlein. Wir wollen doch unseren Gast nicht erschrecken. Wie ihr wisst, brauchen wir ihn noch. Ja, das ist so und nicht anders so. Klößchen, setz dich auf diesen Stuhl hier, damit wir mit der Schokoladenverköstigung beginnen können. Ich weiß doch, wie gern du die Weiße magst. Dieser scheiß Stuhl, ne? Alter, ich hab verficktes Schiss nochmal auf mein Leben langsam, wenn es so weitergeht. Ach, Klößchen. Ich werde dir verraten, warum wir dich eingeladen haben. Die lieben Kinderlein sind gelangweilt von der konventionellen Schokolade, die wir hier produzieren. Sie wollen immer verrücktere Sachen. Minze, Chili, salziges Karamell. Wir alle müssen mit der Zeit gehen, verstehst du? Und deshalb wird unser neuestes Produkt alles bisher dagewesen in den Schatten stellen. Statt Kakaobutter werden wir als Zutat dein Körperfett benutzen. Verstehst du? Sie werden es lieben. Lieben! Boah, du schmeckst bestimmt lecker da unten, ne? Ja? Also mit Finger rein, raus. Ja? Umpa Lumpas! Umpa Lumpas! Holt die Fräsen, die Bohrer, die Sauger, die Schaber! Kratzt das letzte bisschen Fett aus diesem fein gemästeten Schweineleib! Was ist hier, hä? Weiter geht das so! Ja, das nur! Was machst du da? Pipapo und Bart und so! Du scheiß Idiot, Alter! Kopf los, Kalli, mach dich tot! Verflucht nochmal! Muchas gracias! Ich hasse das! Klößchen! Hey Klößchen, wach endlich auf! Du träumst! Und außerdem sabberst du hier alles voll. Ach. Du bist hier bei uns, im Bus. Schön. Ist der Idiot jetzt endlich auch wieder wach? Nun ja, es ist so, Tim. Bei einer ausgewachsenen Diabetes sind die Blutzuckerwerte extrem erhöht und der Stoffwechsel natürlich geschädigt. Daraus ergibt sich Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Antriebslosigkeit oder sogar Schwindelzustände. Ich hatte allerdings bei unserem Dickerchen auf ein diabetisches Koma gehofft, denn ansonsten könnte ich mir nicht erklären, wie man bei einem so katastrophalen Fahrstil überhaupt die Augen zubekommt. Was hast du gesagt? ich habe gesagt, dass man bei einer katastrophalen Diabetes auch gerne mal ein Bein abgenommen bekommt. Ach so, ja, das sehe ich genauso. Und jetzt Ruhe! Ist schon gut, Frau Krabbenbaum. Ist die eigentlich Jüdin? Ich weiß da nichts Genaues, aber es hat alles damit angefangen, als ihr Mann von einem Bus überfahren wurde. Seitdem benimmt sie sich, als hätte sie den Menstruationszyklus eines Goldhamsters. Vielleicht, weil der Unfall nie aufgeklärt wurde und der Täter noch auf freien Fuß bzw. auf freier Fahrt ist. Na, das klingt ja wohl nach einem Fall für... Nein, klingt es nicht. Jeder weiß doch, dass die Alte hochverschuldet ist und keine anständige Bezahlung zahlen würde. Richtig, Schatz. Wie dumm von mir. Kinder! Kinder! Hört mir doch bitte mal zu! Wir erreichen in Kürze das Ziel unseres Schulausflugs! Hört mir doch mal zu!
Herr Dullinger tut mir immer so leid, wenn er versucht, autoritär zu sein. Ja, dann hätte diese Weichflöte eben nicht Lehrer werden dürfen. Solche Schlappschwänze machen mich immer so aggro. Peter Carsten, würdest du bitte auch zuhören? Für Sie immer noch Tim. Genannt Tim. Mit I. Ganz wichtig. Ich versuche es nochmal. In wenigen Minuten kommen wir am Buddentech-Labor an. Ich bin sicher, der Leiter Professor Budden erwartet uns bereits für eine exklusive Führung. Wenn wir angekommen sind, stellt ihr euch bitte in Zweierreihen vor dem Bus auf und passt im Labor bitte auf, dass euch keine radioaktive Fledermaus beißt und ihr zu Batman werdet. Oh Gott, das ist auf so vielen Ebenen einfach nur peinlich. Ich werde ihm später Ethylmeerkaptan auf den Hemdkragen träufeln. Dann wird er wieder riechen wie die letzte Bahnhofstoilette. Karl! Beim letzten Mal hatte er tagelang schlimme Hautreizungen. Er hat sich von seiner Katze getrennt, weil er dachte, dass es an ihr lag. Nun hat er überhaupt niemanden mehr. Ach komm schon, Gabi, du hast ihn doch gehört. Aber es könnte ihm doch weitaus schlimmer gehen. Wie zum Beispiel Klößchen, der riecht von Natur aus so. Es gibt durchaus Menschen, die auch teilweise, wenn es wie gesagt zu hart klingt, zurecht gemobbt werden. Das sind meistens dann Menschen, die bis zum Ende beim besten Willen nicht begreifen, dass sie sich halt total daneben benehmen. Ich muss mich konzentrieren! Ach, mäßigen Sie sich, Frau Krabbenbaum. Gleich sind wir da und Sie können sich schön... Halt deine jämmerliche Versagerfresse, du Waschlappen! Und damit willkommen zurück bei Dräger KG. Wir alle haben unsere vier Helden sehr vermisst. Welche haarsträubenden Verbrechen gibt es wohl diesmal aufzuklären? Ich bin im äußersten Maße gespannt und ihr hoffentlich auch, meine Lieben. Am Anfang unserer Geschichte befand sich die Klasse 9b des Internats auf einem Schulausflug in das Forschungsinstitut Buddentech des renommierten Hirnforschers Hans-Georg Budden. Bis auf Karl war eigentlich keiner so richtig begeistert von dem Ausflug. Jedoch konnte der Rest der Bande und insbesondere Tim sich nicht noch mehr Fehltage leisten. Der Bus fuhr also mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf den Firmenparkplatz und hielt mit quietschenden Reifen an. Und jetzt los mit euch! Stellt euch bitte in einer Reihe auf. Wie ich es euch gesagt habe, immer zwei Schüler. Nein, Klößchen, du nicht. Neben dich passt sowieso keiner mehr. Weiß einer von euch etwas über diesen Dr. Budden? Hagebuttene. Ja, Klößchen. Das sind die Initialen, die auf dem Schild hier stehen. Hast du ganz toll gelesen. Hast du fein gemacht, ja. Fein. Dr. Budden hat damals mit meinem Vater die Universität unserer schönen Millionenstadt besucht. Während mein Papa eher den Weg der Physik eingeschlagen hat, interessierte sich Budden mehr für Neurobiologie und kognitive Neurowissenschaften. Seit unserem letzten Fall habe auch ich da ein großes Interesse entwickelt. Wie bitte? Hirnforschung, du Primat. Ich hab's gewusst, war klar. Was habe ich dir über das Lügen gesagt, Klößchen? Soll ich dich wieder erst mit der Zeitung prügeln, damit du nicht handscheu wirst? Psst, Tim. Da kommt jemand aus dem Labor. Vermutlich der Doktor. Gabi lag richtig. Es war der Doktor. Er war ein überraschend gut aussehender Mann mittleren Alters mit Glatze und etwas Bart. Freundlich begrüßte er die Runde. Shalom und Salve, meine lieben Schüler. Herzlich willkommen in meinem Forschungsinstitut, meine lieben Internatsschüler. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und euch so sehr für die Wissenschaft interessiert. Nicht weniger freue ich mich über die großzügige Spende eures Rektors von 1.510 Euro. Halt, stopp! Haben nicht letztens die Fünftklässler genau diesen Betrag für die Anti-Mobbing-Kampagne gesammelt? Das ist natürlich reiner Zufall. Danke für Ihre netten Worte, Doktor. Bitte folgt mir in meinen Showroom, in dem ich euch gerne einige typische Versuchsanordnungen zeigen möchte. Ziemlich hipper Typ, dieser Doktor. Ja. Und genau mein Typ. Wie war das? Hab ich das gesagt oder gedacht? Du bist doch der Einzige für mich, Tim.
Kinder! Kinder! Bitte folgt dem Doktor in geordneter Reihenfolge. Hey, nein! Nicht alle losstürmen! Ich hasse meinen Job! Aua! Hey, pass doch auf, du Harzer! Dann steh dem Onkel nicht im Weg rum, ne? Macht's gut, ihr Trottel, ne? Wer war das denn? Den knöpfe ich mir später mal vor. Das war Marvin. Marvin Richard. Er ist ganz neu auf der Schule. Ah, meine Schulter tut immer noch weh. Der ist aber ein bisschen groß für die 9. Klasse, oder was meint ihr? Gabi, meinst du, du könntest dich mal reiben und mich mal in den Arm nehmen und trösten? Er ist doch in der 13. Weil unsere 13er aber gerade auf Klassenfahrt sind und Marvin als spielsüchtiger Pleitegeil sich das nicht leisten kann, ist er vorläufig bei uns. Tja, im Mädchenklo erfährt man eben immer den neuesten Tratsch. Oh ja, das kannst du laut sagen, was ich da schon alles so mitgehört habe. Karl! Und warum haben wir diesen Marvin erst jetzt bemerkt? Der ist doch kaum zu übersehen. Weil ihr drei Flitzpiepen mal wieder die Bummelletzten wart und wir deshalb im Bus ganz vorne sitzen mussten. Jetzt lasst uns mal einen Zahn zulegen, die anderen sind schon alle im Labor. Für das erste Experiment brauche ich einen von den starken Jungs hier. Mit diesem Gehirnwellenmessgerät ist es mir möglich, die elektrischen Impulse, die in einem Gehirn produziert werden, zu visualisieren. Ihr werdet feststellen, dass sich männliche und weibliche Hirnwellen stark unterscheiden. Na los, Tim, du bist doch quasi das perfekte Versuchskaninchen dafür. Na, wenn's denn sein muss und dieser Quatsch dann endlich schneller vorbei ist. Ja, hallo, ich melde mich freiwillig. Hervorragend. Wie ist dein Name? Das ist Harzan. Klappe, Klößchen. Ich bin Tim, genannt Tim. Sehr schön, Tim. Bitte setze folgenden Helm auf. Ah, da sehen wir schon ein Signal auf dem Monitor. Tim, mein Assistent Sascha, wird Ihnen jetzt einige Bilder zeigen. Hä? Unter diesem Helm versteht man kein Wort. Ey, Finger weg! Auweia. Tim hat den Assistenten mit der lächerlichen Frisur einfach umgeboxt. Tja, das passiert, wenn man sich Tim von hinten nähert und er nicht damit rechnet. Da fühlt er sich bedroht. Ich habe keine Lust mehr auf dieses dämliche Experiment. Ah, nun gut. Machen wir das Beste draus. Also, Kinder, hier im Diagramm seht ihr einen deutlichen Ausschlag. In diesem Moment hat Tims Gehirn den Impuls gesendet, um meinem bemitleidenswerten Assistenten einen Dampfhammer zu verpassen. Weitere Freiwillige. Junge, ich habe vermutlich einen höheren IQ und eine höhere Intelligenz und vor allem einen höheren geistigen Seelenzustand als du. Was, du? Du siehst mir eher aus wie ein Exemplar der Gattung Filius Meretricis. Wenn du mal Deutsch könntest, wären wir auch zufrieden. Russisch brauchen wir hier nicht. Komm, Klößchen, ich helfe dir mal. So, hier ist der Helm. Oh mein Gott, wie der stinkt, ey. Alles ist verkabelt und los geht's. Das ist ja unglaublich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Herr Doktor, ich kenne mich selbstverständlich etwas mit dieser Materie aus und sollten diese Signale nicht deutlich schneller und unregelmäßiger visualisiert werden? Das hast du gut erkannt, Karl. Normalerweise arbeitet das menschliche Gehirn viel zu schnell, um die Signale in irgendeiner Form genauer auswerten zu können. Bei diesem Versuchsobjekt, bei eurem Mitschüler, hier ist das allerdings nicht der Fall. Genauer gesagt scheinen hier nur sehr rudimentäre Hirnfunktionen aktiv zu sein, die zudem noch sehr, sehr langsam verarbeitet werden mit den richtigen Versuchsmethoden. Würde das die weltweite Hirnforschung signifikant vorantreiben. Das überrascht mich jetzt aber. Ich hätte nie gedacht, dass unser Mitesser in Menschengestalt doch für etwas gut ist. Ihr vier scheint ja zusammenzugehören. Was haltet ihr davon, am Wochenende mein Privatlabor zu besichtigen? Dabei könnte ich noch einige weitere Messungen an unserem ganz besonderen Menschlein hier durchführen.
Wie würde es denn mit einer kleinen Aufwendungsentschädigung aussehen, Doktor? Ah, ich bin sicher, da finden wir was. Jetzt lasst mich aber mit der Führung fortfahren, die anderen Schüler werden schon ungeduldig. Am nächsten Tag saß Karl in der großen Pause auf dem Schulhof und widmete sich seiner Physikbibel. Der Rest der Bande saß noch im Klassenraum und schrieb eine Mathearbeit. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum mich meine Eltern nicht auf eine Eliteschule geschickt haben. Soziale Umgänge? Am Arsch, das ist der reinste soziale Brennpunkt hier. Jo. Na? Wen haben wir denn da, ne? Und da ist auch schon der Vorzeigesozialfall. Gibst du mir sofort deine ganze Kohle? Mama und Papa müssen mich hassen. Und jetzt provozierst du einfach weiter? Wie bitte? Du hattest mich angeremmt und du hattest nicht einmal die Gepflogenheit, dich bei mir zu entschuldigen. Meine Güte, geh doch einfach betteln, wenn du kein Geld hast. Oder denk dir irgendeine Spendenaktion aus, wo du das meiste Geld dann für dich behältst. Was laberst du? Kein Geld, ne? Ratatatata macht die Geldzählmaschine, Alter. Dann brauchst du ja mein Geld nicht. Außerdem vermute ich, dass dein Geld sowieso aus Sozialleistungen kommen, die meine Eltern einzahlen. Von daher hast du ja mein Geld schon. Vielleicht brauchst du einfach ein paar aufs Maul, ne? Und zwar, ich bin MMA-Kämpfer, musst du wissen, ne? Na, darauf bin ich ja mal gespannt. Komm ran, du Lappen. Wo kommt ihr denn jetzt her, Alter? Hey, hey. Schubst den Onkel nicht, ne? Hey, du solltest das lassen. Guckt euch diesen Wurm an. Macht sich gleich in die Hosen. Du hast Glück, dass ich meine Kampfhandschuhe nicht dabei habe, Alter, ne? Ohne die kämpfe ich nämlich nicht. Beim nächsten Mal bringst du besser auch Windeln mit. Alter, das zahle ich euch heim. Ich trommel meine Mayfarmi zusammen. Und dann mache ich euch fertig. Ja! Rennfeigling, bevor die Bullen kommen, ne? Puh! Danke, Leute, ihr habt mich mal wieder vor so einem Unterschichtler gerettet. Was soll Maeve überhaupt bedeuten? Das ist sein Spitzname, Kurzform von Maverick. Das wiederum ist abgeleitet von seinem bürgerlichen Namen, Marvin Richard. Versteht ihr? Ziemlich albern, wenn ihr mich fragt. Dann ist es ja auch nicht weiter verwunderlich, dass er im Internatszimmer mit dem Namen Asylantenzelt wohnt. Da lobe ich mir unser Adlernest. Aber nun gut, jetzt zu Wichtigerem. Hat sich der Doktor schon bei dir gemeldet, Klößchen? Wir brauchen die Kohlen. Nein. Ausnahmsweise hat unser Schmandsack mal nicht gelogen. Er hatte sich nämlich an mich gewendet, über meinen Vater. Hat mich ganz schön ausgequetscht über Klößchen und seine Sippschaft. Das spielt bestimmt für seine Forschungen eine Rolle. Ich finde das extrem spannend. In die Tiefen des menschlichen Gehirns eintauchen. Das Leben selbst erforschen. Ach, Gabi. Ich würde auch sehr gerne in dich eintauchen. Ich meine, in deinen vielschichtigen Geist, der Forschung wegen. Und um dich vielleicht in ein sexhungriges Äffchen zu verwandeln. Du könntest auch gerne mal das menschliche Schmerzempfinden näher erforschen, Karl. Nicht nötig, Tim. Alles gut. Dankend abgelehnt. Wir sollen jedenfalls am Sonntag zu Dr. Butten in sein Privatlabor kommen. Und das liegt wo? Es ist die Villa Eppelein, draußen am Stadtrand, etwas im Wald gelegen, bei der gleichnamigen Ruine. Ich war jetzt etwa 7 Minuten auf dem Rad. Ist aber vielleicht nicht verkehrt, wenn ich das erst einmal bei 6 bis 7 Minuten lasse. Mit meinem Übergewicht ist nicht schlecht. Ach, du erbärmliche Pussy. Und wenn wir eben den Bus nehmen und unsere Fahrräder mitnehmen. Aus dem Weg, du alter Sack! Frau Krabbenbaum, Sie haben da eine rote Ampel übersehen. Der arme Opi musste sich gerade mit einem Hechtsprung in ein Rosenbeet vor Ihrem Bus retten. Hör zu! Ich sag dir nicht, wie du deine Teenie-Tittchen am besten präsentierst und du sagst mir nicht, wie ich diesen Bus zu fahren habe! Herrje, die ist aber auch wieder Matt. Wie kann es eigentlich sein, dass jeder Bus, den wir nehmen, von dieser alten Wetterhexe gesteuert wird?
Schlechtes Karma. Ezala, geht's mir richtig dreckig. Normalerweise würde ich dir jetzt einen Vortrag halten, dass du dich nicht so anstellen sollst, dass das alles nur daran liegt, dass du dir Müll in den Körper reinstopfst und andere Gegenstände. Aber aktuell finde ich es gar nicht mal so schlecht, wenn du dich in dem Bus der alten Zicke erbrichst. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Dicke kommen nicht so oft zum Stich. Endstation, verpisst euch aus meinem Bus! Okay, Freunde, packt eure Räder, wir müssen noch diesen Berg bezwingen. Ganz oben sieht man schon die Villa stehen. So, und da wären wir auch schon. Na, war doch gar nicht so schlimm, oder? Es war eigentlich ganz angenehm, aber ich habe mein E-Bike auch so modifiziert, dass ich gar nicht mehr selber treten muss. Und wie war es für dich, Klößchen? Oh, hab ich dir selber für ein Stück beißen, Maul! Jetzt geht das wieder los. Ich denke, er hat nur einen temporären Sauerstoffmangel. Sollte gleich wieder besser werden. Gehen wir schon mal zum Eingangstor. Sieht ja nicht gerade einladend aus. Guten Abend, die Herrschaften. Wir haben Sie schon erwartet. Da gebe ich Ihnen Brief und Siegel drauf. Was bist du denn für ein hässlicher Vogel? Tim, sei lieb. Er kann bestimmt nichts dafür, dass er nur ein Auge hat. Für die fiese, flausige Mettlermade kann er wohl sehr wohl was. Guten Abend, Polyphem. Wir sind Träger-KG und wir wurden von Dr. Butten eingeladen. Ja, wir hatten schon ganz lange keinen Besuch mehr. Da bin ich im Augenblick auch ganz hibbelig. Wer sind Sie denn eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich bin hier der Hausmeister. Augustin nennt man mich. Augustin? Augenscheinlich stört dich etwas an meinem Namen. Was? Nein, nein, alles bestens. Dann kommt doch bitte herein, der Doktor erwartet uns schon jeden Augenblick, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Ah, meine Ehrengäste, herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Doktor. Schön haben Sie es hier, exquisit, sehr exquisit. Vielen Dank, Karl. Ich hoffe, der gute Augustin hier hat euch keinen Schrecken eingejagt. Ansonsten müsste ich ihn mal zu einem Drei-Augen-Gespräch bitten. Wie immer, sehr geistreich, Chef. Bevor wir mit unseren Untersuchungen anfangen, würde ich unserem Versuchsobjekt gerne eine Beruhigungsspritze geben. Das Letzte, was ich möchte, ist übrigens Mitleid. Ganz bestimmt nicht. Augustin, würdest du trotzdem bitte? Aber da gebe ich dir Brief und Siegel, mit Vergnügen mache ich das. Aua, war knapp. Ein paar Millimeter weiter, man sieht es ja richtig, wo meine Ader entlang geht. Ein paar Millimeter weiter, ein bisschen tiefer und es wäre vorbei gewesen. Wie ungeschickt von dir, Augustin. Bitte entferne das Blut mit diesem Sauger hier. Wie Sie wünschen, Chef. Ich werde die Fiole in meiner Augenhöhle aufbewahren, hüten wie mein Augapfel und später entsorgen. Entschuldigung. Ist es möglich, dass Sie sich gerade auf plumpe Weise eine Blutprobe von unserem Moppelchen beschafft haben? Wo denkst du hin, junge Dame? Ich interessiere mich nur für die Messergebnisse. Und wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Komm, Specki, komm. Mach schon, Klößchen. Und dann rücken Sie gefälligst die Kohlen raus, Doktor. Es folgte eine langwierige Reihe von Tests, in denen unser Klößchen verkabelterweise einfach nur dasaß und mit Nichtstun Geld verdiente. Er fühlte sich ganz wie zu Hause. Die anderen Bandenmitglieder langweilten sich zu Tode und waren froh, als es endlich Zeit für das Mittagessen war. Das wäre geschafft. Die Messergebnisse werden jetzt noch eine Weile verarbeitet. So lange können wir einen Happen essen gehen. Augustin, servierst du bitte? Ja, sehr gerne, da gebe ich euch doch Brief und Siegel drauf. Ich habe heute meine Spezialität zubereitet. Laugengebäck, dazu Linsensuppe, abgerundet durch ein Stück original Augsburger Zwetschgenkuchen. Ich habe noch nichts gegessen heute. Klößchen, der Spruch wird mit jedem neuen Kilogramm auf deinen Hüften noch lustiger. Ein Klassiker. Allerdings könnte ich auch einen Happen vertragen. Schon wieder? Das darf doch nicht wahr sein. Verflucht nochmal! Ich hasse das! Was ist denn los?
Mein Sicherheitssystem ist aktiv geworden. Sobald jemand mein Grundstück betritt, geht der Alarm los und der gesamte Labortrakt wird abgeriegelt. Dafür, dass hier gerade eingebrochen wird, sind Sie aber erstaunlich ruhig, Herr Doktor. Ganz im Gegensatz zu unserem traumatisierten Klößchen mit Schnappatmung. Das ist hier leider keine Seltenheit. Immer wieder schickt dieser Quacksalber Dr. Schurk zwielichtige Gestalten vorbei, um meine Forschungsergebnisse zu stehlen. Erfolgreich war er aber noch nie. Warum schalten Sie denn nicht die Polizei ein? Wir konnten bis heute keine handfesten Beweise liefern. Sie scheinen ein weiteres Mal aufgegeben zu haben. Der Alarm ist nur aktiv, solange sich Unbefugte auf dem Grundstück befinden. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Augustin, geh und entriegle den Labortrakt. Dann können wir nach dem Essen direkt die Ergebnisse prüfen. Schön unterwegs. Erzählen Sie uns mehr über diesen Dr. Schurk. Nun, er ging mit mir und Karls Vater auf die Universität. Seine Doktorarbeit im Bereich der Gentechnologie wurde aus ethischen Gründen unterbrochen und er wurde der Fakultät verwiesen. Ich wusste, dass ich den Namen doch schon mal gehört habe. Was war denn sein Thema? Das wissen bis heute nur sehr wenige Menschen. Er hatte vor, Hybriden aus... Herr Doktor, jemand hat die Daten und sämtliche Auswertungen des fetten Jungen entwendet. Wie bitte? Irgendwie haben es die Eindringlinge geschafft, augenblicklich das Sicherheitssystem zu überwinden. Das ist unmöglich. Sie sind durch den Lüftungsschacht gekommen und auch wieder verschwunden. So ein Unsinn. Durch den Schacht passt nicht einmal ein Kind. Außerdem ist der Ausgang in 10 Metern Höhe. Entschuldigung, Dr. Budden. Wenn Sie erlauben, würden wir den Fall gerne näher untersuchen. Wir sind nämlich Detektive. Und da Sie uns ohnehin schon ein Batzen Geld schulden, um die Messergebnisse zu berappen, können Sie uns gleich engagieren, letztere wieder zu beschaffen. Die drei Freunde und ihr ungeliebtes Anhängsel untersuchten den Tatort, doch konnten keinerlei Spuren finden. Neben den gestohlenen Daten zeugte einzig und allein der geöffnete Lüftungsschacht von einem Einbruch. Dräger KG beschloss, sich bei den Glockners weiter zu beraten und dort Nachforschungen über Dr. Schurk anzustellen. Vielen Dank nochmal, dass wir in deinen Polizeirechner dürfen, Daddy. Du weißt doch, Töchterchen, solange mir unser Hacker hin und wieder die Personalakte frisiert, bin ich damit komplett einverstanden. Was genau interessiert euch denn diesmal? Wir möchten bitte alles über diesen Dr. Schurk herausfinden. Er soll auf mysteriöse Weise Forschungsergebnisse gestohlen haben. Was weißt du denn über diesen Herrn, Schwiegerpapa? Leider auch nicht mehr als urbane Legenden. Dieser Mann ist ein Geist. Hin und wieder schaffen wir es, einen seiner Handlanger dingfest zu machen. Aber keiner verrät doch nur ein Sterbenswörtchen über ihren Auftraggeber oder gar ihre Ziele. Es ist fast wie eine Art Geheimbund. Ziel seiner Raubzüge sind stets Errungenschaften der Wissenschaft. Naja, das ist immerhin ein Anhaltspunkt. Habt ihr vielleicht mal euren fetten neuen Kollegen hier überprüft? Er scheint mir nicht ganz koscher zu sein. Ach, Papi, du kennst Klößchen doch. Das ist Klößchen? Er hat beim letzten Abenteuer doch gut ein Drittel weniger gewogen. Wie dem auch sei. Er sieht mir trotzdem nach mindestens 2 Jahren Knast aus. Ohne Bewährung, versteht sich. Es hat geheißen, ich sei ein Bewährungsversager. Dabei ist das überhaupt nicht wahr. Wenn du ihn noch einmal grundlos anrufst, blockiere ich deine Nummer, du Spast. Was haltet ihr eigentlich von diesem Augustin? Es könnte doch sein, dass er heimlich jemanden Zugang zum Labor verschafft hat oder gar selbst den USB-Stick mit den Daten entwendet hat. Das ist wahr, Tim. Den sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Wer weiß, was er alles in seiner Augenhöhle versteckt hat. Jetzt hört auf, ihr beiden. Hast du nicht inzwischen was im Polizeinetzwerk gefunden, Karl? Leider nichts Brauchbares. Schurk wurde, wie bereits Dr. Budden erwähnt hatte, in jungen Jahren der Universität verwiesen. Unter anderem auch wegen Volksverhetzung. Seinen Doktor hat er dann stattdessen in Geologie an einer Fernuni gemacht. Wie primitiv. Doch statt sich jetzt Geoden und Quarz zu widmen, gründete er stattdessen eine kriminelle Organisation. Nun gut, eventuell werden uns diese spärlichen Informationen später noch nützlich sein. Bis dahin sollten wir Augustin einen Besuch abstatten. Eine kleine Hausdurchsuchung könnte auch nichts schaden. Wo wohnt der Zyklopenrecke denn? Das lässt sich schnell herausfinden. Ach ja, hier, er wohnt im grünen Starweg, Haus Nummer 9.
Da könnten wir doch glatt zu Fuß hingehen. Auf geht's, Klößchen! Begleitet von Klößchens lautem Wehklagen machte die Bande sich also auf den Weg. Zum Glück schien die Sonne und der Park, den sie durchquerten, bot einen wunderschönen herbstlichen Anblick. Erfreut stellte Gabi fest: Stehen bleiben, ne? Hey Marvin, du Spast, was soll das? Ach, wie mutig der Streber auf einmal ist, wenn er Verstärkung hat, ne? Doch diesmal bin ich auch nicht allein. Maverick Army, antreten! Also so schon gleich gar nicht. Auch wenn ich Geld von dir will, bin ich noch lange nicht dein Diener. Gibst du mir jetzt endlich den heißen Wetter, von dem du gesprochen hast, Maeve? Klappe halten, ihr beiden, Alter. Ihr bekommt schon noch, was ich euch versprochen hab, ne? Aber jetzt müsst ihr mich unterstützen, ne? Warte mal kurz. Eine Frau, die ihre besten Jahre schon hinter sich hat und ein Obdachloser sollen die Maverick Army sein? Was soll das heißen, hinter sich hat? Möchte anmerken, dass ich mehr Zeit in der Spiele verbringe als auf der Straße. Und die Jungs aus der Merkur sind mir heilig. Des Weiteren, war und bin ich Captain zur See. Die einzigen Leute, die du auftreiben konntest, Marvin, sind Gläubiger. Verstehe ich das richtig? Mal sehen, ob ihr noch so große Klappe habt, wenn ich mich heute fertig bin, ne? Beziehungsweise meine Army. Angriff! Erst die Kohle, unser Kind braucht was zu essen, verdammt. Ja, aber ich hab keine, ne? Aber das Orakel hat mir einen todsicheren Tipp gegeben, ne? Treibst du dich immer noch mit diesem bescheuerten Typen rum? Dir ist echt nicht mehr zu helfen. Du hörst von meinem Anwalt, wenn du nicht zahlst. Ich hau ab. Ja, dann verpiss dich, Alter. Wir brauchen dir nicht, oder Kumpel? Los, tu dem Onkel einen Gefallen und greif diese Spinne an, ne? Bekomme ich dann auch endlich den Tipp vom Orakel? Ich hab schon auf Pferd A, B, C und die 6 gewählt. Aber alles verloren. Alter, versprochen, ne? Also gut, Kinder. Es ist nichts Persönliches, aber ich muss echt mal wieder gewinnen. Tun Sie nichts, was Sie bereuen könnten. Tim nimmt weder Rücksicht auf Alter oder Geschlecht, wenn er Schläge austeilt. Stichwort alle Schläger. Wir können das auch anders lösen. Los, Klößchen, gib laut! Oh Gott, was ist das denn? Ich bin dreimal um die Welt gesegelt, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Tja, Captain Ahab, das ist Ihr persönlicher weißer Wal. Scheiße, ich bin noch nicht bekloppt. Weg hier! Und nun zu uns beiden, du Scharlatan. Oh, er hört zu, Tim, ne? Wir können über alles reden, Alter. Ja, sicher, ja klar können wir das. Pass auf, wir machen das jetzt so. Du bekommst jetzt schon mal pauschal 2 in die Fresse und für jede Frage, die du uns nicht beantworten kannst oder willst, werde ich dich ein weiteres Mal boxen. Bereit? Aber das kannst du nicht... Ihr seid doch die Guten, ne? Also fangen wir doch mit etwas ganz Einfachem an. Wie versteuert man oder beziehungsweise wie führt man Steuern für Glücksspielgewinne ab? Was? Streng genommen waren das 2 Fragen, oder? Na klar, warum nicht? Genug, Alter, ich verrate euch alles. Alter, TortenTV hat mich geschickt, ne? Ich soll euch einschüchtern, damit ihr eure Ermittlungen einstellt. Wer bitte? TortenTV. Das ist dieser Influencer, der immer mit einer Torte maskiert auftritt und belanglose Meinungsvideos im Internet veröffentlicht. Er hat vor allem jüngere Fans. Und wie man so hört, sind sie ihm weitestgehend hörig. Und tun alles für ihn. Unser Onkel hier ist aber auch nicht mehr so ganz jung. Dafür aber extrem dumm. Da klappt das auch ganz gut. Was hat dieser Torten-TV gegen uns? Das weiß ich nicht, Alter. Ehrlich. Bitte nicht mehr schlagen, ne? Ich hatte nie direkten Kontakt zu ihm. Er hat ein paar direkte Untergebene, ne? Die für ihn Aufgaben verteilen. Und dazu gehört auch dieses Orakel, von dem du gesprochen hast, oder? Ja, ich wollte ihn später bei der Tortentagung treffen, ne? Was ist das jetzt wieder für ein Bullshit? Ein Treffen der Tortenjünger, Alter. So nennen die uns, ne? Wann? Und wo? Ich sollte direkt im Anschluss dahin kommen. Es müsste schon angefangen haben, ne? Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Her damit! Ah, na sowas. Hier seht man selbst. Da wird unser Augustin noch ein wenig warten müssen, denn wir fahren zur Schokoschanze!
Ich will da nicht wieder hin. Die vier Spürnasen hatten sich notdürftig mit Baseballkappen und Sonnenbrillen maskiert, die sie im Kiosk von Herrn Poggenburg erstanden hatten. Klößchen hatte sich geschminkt und Federn in die Haare gesteckt. Geh von meinem Scheißkiosk runter, oder ich reiß dir den Arsch in zwei Teile! Klößchen, wir sind doch undercover hier. Diesmal sind aber hier echt viele Leute. Lasst uns mal jemanden ansprechen. Hey du, Dulli, bleib mal stehen. Meinst du mich? Ja, Mann. Was ist das hier für eine Veranstaltung? Dies, mein Freund, ist das Ende unserer Pilgerreise. Jede Woche schickt uns unser Herr und Meister zu einer Pilgerstätte seiner Wahl. Meistens sind es Orte, an denen Unschuldige schlimme Gewalt erfahren mussten. Dieser Torten-TV. Ja, das ist einer seiner vielen Namen. Ja, und was macht ihr hier jetzt genau? Wir gedenken unseres Meisters, sinnieren über unsere Existenz und versuchen mehr Menschen von unserer Philosophie zu überzeugen. Eine Philosophie der nett gemeinten Gewalt und der positiven Unterdrückung. Hey, Tim, ich sehe doch schon wieder, dass du Blut im Auge hast. Aber bitte halte dich zurück. Wie wäre es, wenn wir uns in diese Sekte einschleichen und so versuchen herauszufinden, warum sie Marvin geschickt haben? Das ist eine ausgezeichnete Idee, Pfote. Ich werde meine Aggression für später aufbewahren und mich mit Karl einschleichen. Klößchen ist so dumm und würde sich direkt von denen beeinflussen lassen. Und dich will ich nicht in Gefahr bringen. Aha, ja, ja, so, so. Erzähl mir mehr, Kumpel. Der Tortenkult ist eine Glaubensgemeinschaft, die einen exakten Weg bietet, der zum vollständigen Verstehen und der Gewissheit über die eigene spirituelle Natur führt. Ferner lehrt dieser Weg seine Zuneigung gegenüber Lebenspartnern, zur Familie, zu allen Lebensformen, zum Universum und zum höchsten Wesen, das es gibt, durch häusliche Gewalt auszudrücken. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. Wir alle sind das höchste Wesen. Und das höchste Wesen sind wir alle. Das klingt ja spannend. Carlos, wollen wir uns das nicht mal genauer ansehen? Ja, das sehe ich ganz genauso, Timo. Wie kann man denn dieser Sekte, ich meine Gemeinschaft, beitreten, o weiser Prophet? Hier, nehmt diese Einladungen und kommt jederzeit in unser Konditoreicamp. Nachdem wir etwas lästigen Papierkram erledigt haben, dürft ihr eure Ausbildung zum Tortenjünger antreten. Bist du denn auch ein Tortenjünger? Ich bin schon länger dabei. Inzwischen habe ich mir den Rang der Brioche erarbeitet. Uff, tolle Geschichte. Ziemlich beeindruckend. Vielleicht sehen wir uns ja bald dort. Sehr schön. Ich muss dann auch weiter. Wir führen gleich unseren Giraffentanz auf. Wow, was für eine schräge Truppe. Aber glaubt ihr wirklich, dass sie eine Gefahr darstellen? Unterschätze das nicht, Gabi. Menschen, die einer Obrigkeit so hörig sind wie diese Pfeifen hier, sind zu allem fähig, wenn der Befehl von ganz oben kommt. Die würden sogar Rauschgift nehmen und damit rituellen kollektiven Selbstmord begehen. Du hast mal wieder so recht, wie dumm von mir. Okay, Bande, hört zu. Ich schlage Folgendes vor, dass wir uns jetzt aufteilen. Tim und ich versuchen in geheimer Mission mehr über diese Tortensekte herauszufinden und ihr beide verfolgt unseren ursprünglichen Plan weiter. Augustin auf den Zahn und von mir aus auch aufs Auge zu fühlen. Alles klar. Dann los, los, los! Gabi und Klößchen bogen in den grünen Starrweg ein und stellten ihre Räder hinter einer Bushaltestelle ab. Ehemals eine schöne Gegend war das Irisviertel heutzutage leider sehr heruntergekommen. Augustin lebte im Erdgeschoss eines schäbigen Mehrfamilienhauses. Das Küchenfenster war geöffnet und so konnten die beiden ein Telefonat belauschen, das gerade im Gange war. Ja, dass da jemand unterwegs ist, darauf haben sie mir schon beim letzten Anruf Brief und Siegel draufgegeben. Ja, dann eben ihre Kollegin. Es geht aber noch immer um den 3D-Fernseher, den sie mir teuer verkauft haben. Der ist defekt. Ja, natürlich habe ich einen 3D-Film eingelegt. Sindbad und das Auge des Tigers in 3D. Ja, selbstverständlich habe ich die Brille aufgezogen. Da gebe ich Ihnen Brief und Siegel. Halten Sie mich für dumm. Die Hinweise in der Beschreibung habe ich auch in Augenschein genommen. Ich bin ja nicht blind. Idioten. Wenn jetzt nicht bald jemand vom Service kommt, vergeht mir aber echt hier hören und sehen. Komm mit, Klößchen. Ich habe eine Idee, wie wir ihn überrumpeln können. Lass uns reingehen. Du stellst dich vor seine Tür und lässt mich reden. Okay? Los!
Wer ist da? Wir sind wegen ihres Fernsehers da. Sie hatten angerufen. Nichts für ungut, aber ich konnte durch den Türspion überhaupt nichts erkennen. Ich sah nur ein bis zum Zerreißen gespanntes, löchriges, fleckiges Shirt, auf dem irgendwas mit Spit geschrieben steht, das ein einziger Mensch das komplette Weitwinkelobjektiv ausfüllt. Sollte doch eigentlich unmöglich sein. Okay, passt mal auf. Problem ist seit langem nicht meine schlechte Ernährung oder mein Zuckerwasserkonsum, sondern lediglich, dass ich aufgrund meines Berufs als Fernsehtechniker nicht so oft spazieren gehen kann. Letzten Endes. Das ergibt natürlich Sinn. Kommen Sie rein. Vorwärts, Klößchen. Hey, Moment mal. Sie können doch hier nicht so reinstürmen. Euch erkenne ich doch. Ihr wart doch beim alten Budden zu Gast, als eingebrochen wurde. Und genau deshalb sind wir hier bei Ihnen, Augustin. Ihr wart doch augenscheinlich dabei. Was ist denn da noch unklar? Das ist doch klar wie Klobrühe ist das. Nun, als Sie den Einbruch entdeckten, waren wir eben nicht dabei. Außerdem hätte ich noch einige Fragen zu Dr. Budden. Na dann schieß mal los. Aber bitte fass dich kurz, ich muss gleich noch ein paar süße Bett-Selfies für meinen Insta machen. Hashtag Eyecatcher, you know? Das war eine Situation, die einfach nur awesome war. Da hat man den Metal richtig gespürt, da hätte man fast zugreifen können und ihn berühren. Da hast du recht. Echt True Metaler erkennen sich halt gegenseitig, nicht wahr? Können wir nun bitte anfangen? Zuerst würde ich gerne wissen, wie lange Sie schon für den Doktor arbeiten. Oh, seit knapp 4 Jahren inzwischen. Und wie kamen Sie zu der Stelle? Zunächst suchte der Doktor Freiwillige für eine Versuchsreihe. Auch damals betrieb er schon Hirnforschung. Seine Technologie war damals noch nicht so ausgereift wie heute und die Hirnsensoren wurden noch unter dem Augenlid befestigt. Igitt, und das haben Sie mitgemacht? Ach, Dr. Budden hat mir immer eine ordentliche Vergütung bezahlt. Da gebe ich euch Brief und Siegel. Und alles lief super. Bis zu dem Tag, als es einen Kurzschluss gab und naja, das Ergebnis, das siehst du ja vor dir. Und als, ich sag mal Entschädigung, hat Budden Ihnen einen Job angeboten? Ja genau, insgesamt bin ich ihm ja doch sehr dankbar und würde nie etwas unternehmen, um ihn zu schaden. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Die Arbeit macht mir auch Spaß und ich habe schon lange mit diesem Job geliebäugelt. Ich habe heute mein neues Auto gekauft und auch Probe gefahren. Richtig krass, richtig krass. Alter, das ist so ein Monster. Ach, ist das so? Ich konnte ja mal vorbeikommen und dich in eine Roomtour bloßstellen, ohne dass du es merkst, oder? Augustin, Sie machen jedenfalls einen zufriedenen Eindruck. Ich glaube nicht, dass Sie ein Motiv haben. Aber können Sie uns vielleicht noch mehr Details zum Einbruch nennen? Tja, wie gesagt, war es eigentlich unmöglich, das Labor durch den Lüftungsschacht zu betreten. Richtig, und Spuren gab es komischerweise auch keine. Allerdings habe ich bei der Reparatur der Lüftungsluke im Schacht Tierhaare entdeckt. Das konnte ich klar erkennen. Sie meinen, Dr. Schurk hat ein Tier dressiert, um die Sachen aus dem Labor zu stehlen? Kam das denn bisher schon mal vor? Nein, das ist das erste Mal. Bisher sind nur seine menschlichen Untergebenen in Erscheinung getreten. Aber vielleicht hat er seine Strategie geändert. Immerhin hat Schurk ja früher schon gerne mit Tieren experimentiert. Das hat jedermann im Prinzip schon mal gemacht, auch wenn es nahezu keiner zugibt. Ach, deshalb wurde er exmatrikuliert. Naja, ich danke Ihnen erstmal, Augustin. Vermutlich haben wir hier alles Nötige in Erfahrung gebracht. Ich werde mich mit dem Rest der Bande in Verbindung setzen und vielleicht können wir diesem Schurken das Handwerk legen. Viel Erfolg dabei, aber passt auf euch auf. Ihr begebt euch in ernste Gefahr, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Hier geht's Auge um Auge. Das Konditoreicamp befand sich etwas außerhalb der Millionenstadt. Tim und Karl fuhren fast eine Stunde auf ihren Rennrädern, bis sie die eingezäunte Anlage erreichten. Es duftete herrlich nach frisch gebackenem Kuchen. Die beiden Freunde stiegen von ihren Bikes ab und schoben diese auf das Pförtnerhäuschen zu, das von einem grobschlächtigen Mann fast komplett ausgefüllt wurde. Stehen geblieben!
Ihr könnt ja nicht einfach so rinspazieren. Tagchen auch. Wir haben diese Broschüren von einem ihrer Menschenfischer erhalten und wollten uns hier mal ein wenig umsehen. Umsehen gibt's hier nicht. Zutritt nur für Mitglieder. Mein Kollege hier hat sich falsch ausgedrückt. Natürlich wollen wir sogenannte Tortenjünger werden. Nicht wahr, Carlos? Ah, jetzt sprechen wir Ehesprache. Dann bringt doch eure Räder und eure weltlichen Besitztümer gleich hier drüben in den Schuppen der Läuterung und unterschreibt hier. Ich glaube nicht, dass ich das so gerne möchte. Karl, wenn wir hier fertig sind, holen wir uns alles wieder. Aber wir müssen da jetzt rein. Schon gut, schon gut. Ausgezeichnet. Dann hier bitte die Mitgliedsanträge unterschreiben. Das Kleingedruckte könnt ihr ignorieren. Vielen Dank. So, dann sind hier eure Schürzen, die euch als Krümel kennzeichnen. Und hier bekommt jeder von euch ein Backrezept. Da steht alles drauf, was ihr tun müsst, um zum Tortenjünger aufzusteigen. Eure erste Station ist dit Gebäude da drüben. Wenn ihr nennt, die Mühle. Ja, dann danke. Das scheint mir eine Art To-Do-Liste zu sein, um Schritt für Schritt sein ganzes Hab und Gut der Tortensekte zu überlassen. Und schau dir mal dieses Bild dieser kleinen Torte an. Sie hat Tränen in den Augen, wenn man das nicht tut. Außerdem werden da diverse Sitzungen mit sogenannten Ausbildern vorgeschrieben. Das klingt mir verdächtig nach Gehirnwäsche. Ich habe mir mal einiges von dem Content dieses Anführers Torten-TV angesehen und ich kann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum der so viele Anhänger hat. Unsympathisch, Selbstbeweihräucherung, selbstheilig, arrogant, nicht lustig, offensichtlich nicht aufrichtig und klickgeil. Der ist im Grunde Klößchen nur in dünn. Du kennst doch die Jugend von heute, Karl. Die meisten sind von echten Behinderten nur anhand ihrer Chromosomenanzahl zu unterscheiden. Hört, hört, dann lasst uns mal zu dieser sogenannten Mühle gehen und uns seiner Gehirnwäsche unterziehen. Bei deinen schmutzigen Gedanken wäre das vielleicht sogar mal angebracht. Ja, moin. Wir sind Timo, genannt Timo. Und das ist Karl, Os, Carlos. Und noch zwei neue. Willkommen, ihr Krümelchen. Ich bin Vicky und heiße euch herzlich im Konditoreicamp willkommen. Oh my honey. Ihr seid leider ein klein wenig spät dran für die heutige Einführungsveranstaltung, aber ich finde schon noch einen Platz für euch Hasen. Tag auch. Sieh nur, Karl, Os. Der nette Herr, den wir vor der Schokoschanze getroffen haben, hält eine Präsentation. Natürlich, ein Tortendiagramm, wie passend. Mal hören, was er zu sagen hat. Wenn wir nun bei der Analogie bleiben, dass unsere Vereinigung das höchste Wesen ist, stellt sich die Frage, was braucht dieses Wesen, um zu überleben? Welche Grundbedürfnisse hat es? Da ihr alle bald Teil dieses Wesens sein werdet, ist es natürlich auch in eurem Interesse, dass es dem Wesen gut geht. Der edle Torten-TV stellt das Gehirn dar. Er gibt uns die Befehle, schickt uns die Signale. Die nächste Folie zeigt uns anhand einer Ernährungspyramide, was ihr, liebe Krümel, beisteuern müsst, damit es dem Wesen gut geht. Hey, pst, Tim, siehst du das auch? Auf allen Ebenen der Pyramide steht Geld. Nur auf der Spitze steht Respekt. Dieser Anführer-Guru scheint ja ein ganz armes Würstchen zu sein. Egal, lass uns abhauen und uns ein wenig umsehen. Ich bekomme den Eindruck, dass das hier noch sehr, sehr lange dauern wird. Ganz oben steht der Respekt, vor allem vom anderen. Ja, ich halte das auch keinen Moment länger aus. Zum Glück sitzen wir ganz hinten, da bemerkt uns niemand. Schnell raus! So, und wohin jetzt, Häuptling? Schau, da hängt ein Übersichtsplan. Wir müssen so eine Art Büro oder dergleichen finden. Dort erfahren wir bestimmt mehr über diesen Kuchen, Kaspar. Mal sehen, hier ist das Backwerk, dort das Silo. Ich finde, die übertreiben es etwas mit dieser Backterminologie, oder? Naja, da, dieses rechte kleine Gebäude wird als Topping bezeichnet. Das klingt ja mal stark nach Führungsetage. Nichts wie hinter. Warte, einen Moment noch, Karl. Was ist? Nun, mir fiel auf, dass sich jemand im Busch versteckt und lauscht. Ah, halt, stopp, nicht hauen, ja? Moment mal, die Stimme kenne ich doch aus Funk und Fernsehen. Ja, moin moin, ich bin's. Jetzt erkenne ich ihn auch. Herr Juice Time,
Sind Sie etwa auch Mitglied in diesem Spinnerverein? Offiziell ja. Ich führe eine Undercover-Reportage durch. So Team Wallraff-mäßig, weißt du? Ich schätze mal, es gibt zu wenig andere sich überschlagene Ereignisse, oder? Also, naja. Ja, kann man so sagen. Seit dem Live-Besäufnis im Radio hat mein Ruf auch etwas gelitten. Doch dieses Projekt wird meiner Karriere einen gewaltigen Schub geben. Ich gehe mal davon aus, dass es im Interesse eines jeden ist, wenn wir alle unentdeckt bleiben. Da bin ich bei dir, Tim. Was haben Sie denn so herausgefunden, rasender Reporter? Nun, ich bin ja für meine äußerst seriöse und neutrale Berichterstattung bekannt. In den letzten Wochen habe ich durchaus ab und an mal diesen Torten-TV thematisiert. Die Reaktionen hierauf waren überwältigend, aber nicht im positiven Sinne. Eine Herrschar von geradezu hörigen Tortenfans haben meinen Radiosender belagert und gegen mich protestiert. Das liegt daran, dass Sie niemals das Positive erwähnen. Sie geilen sich immer nur am Negativen auf. Von den Protesten habe ich gehört. Wusste aber nicht, dass es mit dieser Sekte zu tun hatte. In der Zeit danach wurde ich auf der Straße öfter angesprochen und geradezu bedroht. Das nahm ich zum Anlass, mich hier einzuschleichen. Wurden Sie denn nicht erkannt? Nein, ich bin drüben bei der Bäckerei über einen Baum hier reingeklettert. Außer euch hat mich noch keiner entdeckt. Könnten Sie vielleicht auch mal aufhören, nur über sich zu sprechen und auch mal ein paar nützliche Informationen droppen? Ja, gut, gut. Also wie ich das mitbekommen habe, wird hier ein stark patriarchalisches Gesellschaftssystem angestrebt. Klar, wie bei jeder Sekte ist auch das Ausnehmen der Mitglieder ein wichtiger Aspekt, jedoch scheint die Agenda hauptsächlich darauf aufgebaut zu sein, häusliche Gewalt gesellschaftsfähig zu machen. Diesem Torten-TV würde ich gerne mal eins aufs Topping geben. Verdammt, jetzt fange ich auch schon an mit dieser Bug-Terminologie. Dieses Lauchbattle würde ich nur zu gerne sehen. Wir sollten uns aber beeilen, bevor uns noch jemand sucht. Auf zum Topping. Verbal natürlich, Tim. Ich bin ein Kämpfer des Geistes, nicht der Fäuste. Oh, eins noch. Das habe ich aufgeschnappt, als sich zwei hochrangige Mitglieder unterhalten haben. Es scheint eine Art Parole oder Code zu sein. Sie lautet 2D. 2D? Meinen Sie damit zweidimensional oder Doppel-D bei Mullen? Keine Ahnung. Ich muss jetzt aber weiter. Viel Erfolg. Ich schlage mich jetzt zur Patisserie durch. Mist, da drinnen ist Licht an. Vermutlich ist jemand im Büro. Vielleicht können wir diesenjenigen überraschen, wenn wir uns reinschleichen. Die Tür ist mit einem gewaltigen Riegel verschlossen. Das dürfte schwer zu knacken sein. Da ist auch so eine Art Scanner. Vermutlich für Fingerabdrücke oder sowas. Ach Quatsch, Tim. Dafür ist der Scanner aber deutlich zu groß. Für die Iris wird er auch nicht sein. Ist es möglich, dass... Also hier könnte der Kopf reinpassen und dann... Tim, ich weiß es. Dieses Gerät scannt die Halslänge. Vermutlich muss der Hals desjenigen, der eintreten will, eine enorme Länge haben, damit das Schloss sich öffnet. Wie bitte? Naja, es könnte ja sein, dass die einzige Person, die Zugang hat, auch entsprechend ausgestattet ist. Und das ist wohl der Oberguru hier. Ja, und wie kommen wir da jetzt rein? Nun, den Mechanismus können wir jedenfalls nicht überwinden. Das System ist aber auch genial. Niemand außer Torten-TV hat einen solch beeindruckenden Cervix. Schau mal, auf dem Dach da oben ist ein Kamin. Vermutlich ist in dem Gebäude, wie in jedem dieser Gebäude hier, ein Backofen. Dann versuchen wir mal unser Glück und hoffen, dass nicht gerade gebacken wird. Puh, bei mir ging es ja noch, aber dass du da durchgepasst hast, grenzt an ein Wunder. Gut, dass ich immer etwas Vaseline dabei habe und damit meine enorm breit gebauten Schultern einreiben konnte. Jetzt sind wir zwar ziemlich schmutzig, aber immerhin drin. Lass uns leise das Büro erkunden. Hier in der Küche gibt es nichts Interessantes. Da hinten erhebt sich ein gewaltiger Nacken über einer Sessellehne. Lass ihn uns schnell stellen, bevor er jemanden alarmieren kann. Keine Bewegung! Ein Teil der hier eingefallenen Personen macht seit 6 Jahren Kampfsport! Also ich habe mich jetzt wirklich mal gefragt, wie ihr hier reinkommt. Und wisst ihr denn überhaupt nicht, dass Blackfacing schon lange nicht mehr salonfähig ist? Ach hallo, es ist 2021, seid ihr dumm oder so? Ich kann dich jetzt schon nicht leiden, du Flamongo. Lass es uns kurz machen. Wir sind Dreh-KKG. Du hast einen minder bemittelten Hochstapler auf uns angesetzt und ich will wissen, warum. Ja, ich gebe alles zu. Doch ihr müsst mir glauben, das tut mir so unendlich leid. So entsetzlich leid. Ich trage das nun schon so lange mit mir rum. Okay, kann ich aufhören? Der Überfall fand doch erst gestern statt.
Noch heute Morgen beim Tortenfrühstück habe ich Witze darüber gemacht, doch tief in meinem Inneren hat es an mir genagt, mich zerfressen, wie ein Krebsgeschwür aus Salzsäure. Ja, genau. Und Klößchen hat 30 Kilo abgenommen, indem er Energydrinks vernichtet hat. Du willst uns doch verarschen! Doch ihr dürft mich nicht verurteilen. Er hat mich dazu gezwungen. Zu allem. Er hat mir gedroht. Wer? Der Doktor. Der Doktor. Dr. Schock. Er steckt hinter allem. Auch hinter dieser Sekte hier. Ich will das alles nicht machen. Die Videos, den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, meine Freundin Ach Mensch, Gina, jetzt reicht's aber hier. Kriegst du links, rechts, Nackenklatsch. Das bin alles nicht ich. Doch ich muss ihm gehorchen. Er hat mich komplett in der Hand. So langsam macht das ja doch irgendwie Sinn. Dr. Schurk hat mitbekommen, dass wir ermitteln und hat versucht, uns auszuschalten. Und er hat diesen Typen ohne Rückgrat aber dafür mit umso mehr Hals dazu benutzt. Vermutlich sind auch viele der Gangster, die für den Doktor Verbrechen begehen, Mitglieder der Tortensekte. Deshalb verraten sie ihn auch nicht, weil sie komplett gehirngewaschen sind. Oder ist es nicht so? Ja, so ist es. Ganz genau so. Und was soll dieses Geheimnis sein, das er über dich weiß und weswegen er dich so in der Hand hat? Ich meine, du hast doch nicht deine Lehrstelle als Erzieher verloren oder so etwas. Er weiß, dass ich nicht der echte Vater meines Kindes bin. Das ist natürlich verflixt. Und wer ist sonst der Vater? Ich meine, das könnte doch jeder sein, oder? Bei einer Kreissäge weiß man auch nicht, welcher Zacken einen geschnitten hat. Er, Dr. Schurk. Bitte behalt alle weiteren Details für dich. Also wir machen das jetzt so. Du gibst uns freies Geleit hier raus, wir bekommen unsere Sachen wieder und du verrätst uns, wo wir diesen Doktor finden. Dafür werden wir später bei Kommissar Glockner ein gutes Wort für dich einlegen und mit etwas Glück kommst du mit einer Bewährungsstrafe davon. Ach, das würdet ihr für mich tun. Das geht mir so nah. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Okay, thanks, bye. Ach, halt doch einfach deine Fresse. Das kauft dir doch sowieso keiner ab, also lösch dich. Bitte lösch dich, bitte lösch dich sofort. Bitte lösch dich, bitte lösch dich. Bitte lösch dich, bitte lösch dich sofort. Bitte lösch dich, bitte lösch dich. Bitte lösch dich, bitte lösch dich sofort. Bitte lösch dich, bitte lösch dich. Bitte lösch dich, bitte lösch dich sofort. Bitte lösch dich, bitte lösch dich. Der zwangsbeurlaubte Sektenführer gab Tim und Karl noch einige Informationen mit auf den Weg und verschanzte sich aus Angst vor Dr. Schurk in seiner Residenz. Nun war es Zeit, dass sich die Bande wieder vereinte. Nach kurzer Rücksprache trafen sich Tim, Karl, Klößchen und Gabi, um dem hinterlistigen Dr. Schurk einen Besuch abzustatten. Karl hatte sich die Adresse mit seinem unvergleichlichen Gedächtnis eingeprägt und dort fand sich das Quartett nun zusammen. Hi ihr beiden! Sorry, mit Klößchen dauert es immer ein bisschen länger. Ihr wisst ja. Ja, damit haben wir schon gerechnet. Seid ihr alle bereit reinzugehen? Wo rein überhaupt? Außerdem Zoo ist hier doch nichts. Dieser Tort-TV wollte uns weismachen, dass es hier einen riesigen unterirdischen Laborkomplex geben soll, von dem aus Dr. Schurk anscheinend operiert. Er war sich allerdings unsicher, wo der Zugang ist. Sehen wir uns einfach mal ein bisschen um. Gut, gehen wir hier einfach über den Parkplatz zum Haupteingang. Ich habe langsam Angst um mein beschissenes Leben. Was soll ich noch machen hier, die Hurensöhne? Was ist denn, Klößchen? Was ist da hinten? Ein Bus kommt mit großer Geschwindigkeit direkt auf uns zugefahren. Wow, ein Terroranschlag. Na und, bei mir ist jeden Tag Amoklauf gefühlt. Da am Steuer, das ist doch Frau Krabbenbaum? Sie blickt uns hasserfüllt an und scheint sonst gar nichts mehr mitzukriegen. Die hat ja eigentlich immer einen Meltdown, aber das sind doch neue Dimensionen hier. Was machen wir? Teilt euch auf. Vielleicht haben wir Glück und sie erwischt nur Klößchen. Nein, stopp. Bitte halten Sie an. Augustin! Verdammt, was macht der denn da? Er stellt sich mitten auf die Straße und breitet die Arme aus. Hey, Augustin! Selbstmord ist keine Lösung! Was hat er vor? Der Bus kommt immer näher.
Und bremst wirklich. Ach. Puh, na das wäre ja fast ins Auge gegangen. Augustin? Was tun Sie hier? Der Doktor, also der Nette, schickt mich. Aber besorgt, dass ihr vielleicht in eine Falle gelockt werdet. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Woher wusste der denn eigentlich bitte, wo wir sind? Hat er das dritte Auge? Herr Schustreum hat brandaktuell eine News über die Ereignisse, welche sich überschlagen zu haben scheinen, veröffentlicht. So waren wir informiert. Wow, unglaublich. Wir sollten nach Frau Krabbenbaum sehen. Lasst mich vorgehen. Sie könnte noch immer gefährlich sein. Oh, welch wunderschönes, zarte Wesen erblicke ich da. Oh, du holder Ritter, du rettest mich aus meiner Sklaverei. Dein Auge blickte tief in meine Seele und hob sie weit empor. Was zum Fick passiert hier gerade? Oh, holde Geliebte, lass uns diesen tröstlosen Ort verlassen und zusammen ein neues, erfülltes Leben beginnen. Ich sehe es schon vor meinem inneren Auge. Es wird so schön, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Schon seit der Körper meines verstorbenen Gemahls so verstümmelt wurde, fühle ich mich zu Anomalien hingezogen. Erst betörte mich der lange Hals des Meisters, doch nun bist du mein neuer Meister. Nimm mich gleich, hier im Bus. Oh mein Gott, lasst uns bitte schnell hier abhauen. Moment, ich muss mich mal kurz sammeln. Was wollte ich sagen? Ach ja, anscheinend war Frau Krabbenbaum auch Mitglied der Tortensekte. Aber ich dachte, die stellen keine Gefahr mehr dar. Tja, das ist das Problem, wenn man einem solchen Wendehals Glauben schenkt. Na, wer weiß, ob das mit dem Labor überhaupt stimmt. Oder ob er uns nur eine Falle stellen wollte. Nach diesen traumatischen Erlebnissen betraten die vier also den Zoo und sahen sich zunächst etwas planlos um. Klößchen war gleichermaßen von einer blonden Zoobesucherin wie auch von dem Seekuhbecken fasziniert. Ansonsten war er aber nicht so viel zu gebrauchen. Lasst uns mal das Giraffengehege etwas näher untersuchen. Sollte es hier einen Zugang geben, dann ist er bestimmt irgendwie versteckt oder getarnt. Hey Leute, hat einer von euch eventuell Wechselsachen dabei? Uns ist ja ein kleines Malheur passiert. Nein, Augustin. Tut mir leid. Augustin. Oh, du lieber Augustin, Augustin. Hey, er bringt mich da auf eine Idee. Haltet euch mal alle ein Auge zu und seht euch dann noch einmal um. Was soll das bringen? Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, Karl. Die Parole, die uns Herr Juicetime erzählt hat. 2D. Hä? 2D? Mit nur einem Auge sieht man zweidimensional. Das räumliche Sehen ist kaum möglich. Der Eingang könnte perspektivisch geschickt so getarnt worden sein, dass man ihn durch räumliches Sehen leicht übersieht. Tatsächlich? Wenn man von hier, wo ich stehe, aus dem Giraffenhaus heraussieht, sieht man eine versteckte Tür, die in die Felswand eingearbeitet ist. Dann sind wir somit ja einen weiteren Schritt weiter. Rein da! Oh Gott, da ist eine Frau an die Wand gekettet. Die ist ja übel zugerichtet. Hey du, sag, wer dich geschlagen hat oder du kriegst gleich noch eine. Moment, ich nehme ihr mal den Knebel ab und entferne die Fesseln. Danke fürs Losmachen. Aber die Krabscherei hättest du dir sparen können. Hätte ich tun können, hab ich aber nicht und du schienst dran gewöhnt zu sein. Ey, ich hab dich was gefragt, Fräulein. Na, Tim war das natürlich. Bitte lass mich jetzt gehen, ich muss hier raus. Ich hoffe, wir sind uns einig darin, dass sie nicht mich gemeint haben kann. Naja, so ganz weit hergeholt wäre das ja nicht, oder Tim? Egal, ich glaube, sie war einfach nur verwirrt aufgrund der traumatischen Erlebnisse hier. Lasst uns mal in den nächsten Raum gehen, der scheint mir etwas größer zu sein. Potztausend. Jetzt weiß ich, warum das Labor unter den Zoo gebaut wurde. Hier kann der Doktor stets Tiere für seine kranken Versuche beschaffen. Seht nur hier dieses arme Wildschweinchen. Allen Anschein hat der Doktor seine Genforschung nie wirklich aufgegeben. Schaut euch diese arme Sau an. Sie hat 3 Ersatzärsche verpasst bekommen. Klößchen, bist du sicher, dass du nicht auch in diesem Labor gezüchtet worden bist und einfach nur, als das Fenster offen stand, dich rausgequetscht hast auf ganz erbärmliche Weise? Sieh einfach nicht hin, Pfote. Es wird noch schlimmer, Leute. Da drüben sind Föten mit künstlich verlängerten Hälsen ausgestellt.
Das ist krank! Und hier sehe ich einen Entwurf für eine Giraffe, die ihren Hals um das Dreifache ausfahren kann. Was soll der Blödsinn? Aber passt diese Besessenheit von Helsen nicht eher zu jemandem, den wir bereits kennen? Da seid ihr mir also auf die Schliche gekommen. Ihr seid gut, wirklich gut. Der Sektenguru. Hast du dich doch wieder auf die Seite des Doktors geschlagen? Tja, so ist das halt, wenn nicht jeder mit Hochbegabung gesegnet ist, so wie ich. Ich bin der Doktor. Dr. Tim Schurk. Tim? Ja, so lautet mein Vorname. Und ich habe noch eine Überraschung für euch. Mein Heulanfall im Büro war nur vorgespielt. You don't say. Und die Pläne des armen, aber attraktiven Dr. Budden. Haben Sie von einem genmanipulierten Affen oder sowas stehlen lassen? Von einem Affen? So ein weit hergeholter Unsinn. Mädchen, schau dir meinen Hals an. Ich könnte darum glatt ein Korsett tragen. Selbstverständlich habe ich es geschafft, eine Giraffe mit einem mehr als viermal so langen Hals zu erschaffen und zu dressieren. Ihr Kopf hat genau in den Lüftungsschacht von Budden gepasst. Na klar, was auch sonst? Ja, ist gut, ich habe jetzt genug von dir. Jetzt setzt zur Trachprügel, die sonst deine Freundin von dir bekommt. Moment mal. Ich würde eurem schweigsamen, völligen Freund gern noch eine Frage stellen. Klößchen, wie würde es dir gefallen, endlich der Anführer von Dräger KG zu sein? Ich weiß, es ist einer deiner sehnlichsten Wünsche. Ich habe deine Daten analysiert und weiß nun alles über dich. Mehr als 2%. Viele Gedanken haben mich stark verstört, das gebe ich zu. Doch da ich deine Träume und auch deine Ängste kenne, habe ich dich komplett in der Hand. Sieh nur! Wieso schalten Sie jetzt den Beamer an? Ist jetzt Filmabend? Hier seht ihr eine Visualisierung von Klößchens innersten Gedanken. Ach, und keine Angst, ich habe zu unser aller Schutz einen Filter eingebaut, um das Schlimmste auszublenden. Ich habe Freunde. Nicht viele, aber dafür echte. Ich habe Sex. Ich habe 500 Spiele insgesamt auf meinen Konsolen. Ich habe ein starkes Selbstbewusstsein. Ich habe Fans. Ich habe einen X-Hamster-Account. So, da habe ich mir gedacht, ich zeige mir meine Freundin. Ja? Oh ja, eine richtig geile Muschi ist das. Ich kann das alles wahr werden lassen. Du musst dich nur gegen Dräger KG stellen. Die hassen und verarschen dich sowieso nur. Schau dort, Tim rüttelt wieder am Tor. Jag ihn, jag ihn! Klößchen, du denkst doch nicht ernsthaft darüber nach. Wir hassen dich nicht und verarschen dich nur ganz selten. Ja, weißt du, Schatz, sprich vielleicht für dich selbst. Ich habe keine Mutter. Ich habe keinen Vater, ich habe keine Familie, ich habe niemanden mehr. Ich bin alleine, es gibt nur mich. Ich bin eine Ein-Menschen-Familie. Aber in mir hast du wieder eine Familie gefunden, Klößchen. Schau, wir gründen einen Zoo. Giraffe und Arschmade. Wir sind Brüder. Und du bist mir dein Bruder, du Hundsohn! Haha, das hat ihre Analyse wohl übersehen. Er reagiert auf diese Ansprache sehr allergisch. Jetzt haben Sie sich sogar mit Klößchen verscherzt, Doktor. Tim, erledigst du bitte den Rest? Man nennt mich Tim. Mit I. Ganz wichtig. Und es kann nur einen geben. Gina, hol den Kühlakku! Es tut so weh. Oh nein. Klößchen, ruf bitte die Polizei, wie immer. Am besten versuchst du es direkt bei meinem Papi. Ja, jetzt werden wahrscheinlich gleich wieder alle die Polizei zu mir schicken. Verdammt nochmal, wie wäre denn die Polizei mal von alleine hier durchfährt? Wenn die von alleine hier mal ein bisschen Streife fahren. Aber nein, das ist eine tolle Sau. Ja, ich stehe hier ganz alleine auf verlorenem Posten, ne? Die kommen, die Typen sind dreimal heute gekommen. Hast du jetzt aufgelegt? Du blöder Hurensohn! Verdammt, Klößchen.
Hast du ihn etwa wieder die ganze Woche mit irgendwelchem Mist belästigt? Ja, dann versuche ich es mal. Ich habe den Schwiegerpapi direkt auf der Kurzwahltaste. Der Kommissar kam letzten Endes doch mit einigen Polizeibeamten zum Ort des Geschehens. Nur um sicher zu gehen, ließ er Klößchen ebenfalls in Gewahrsam nehmen. Die restlichen Bandenmitglieder waren ohnehin noch etwas sauer auf den zentnerschweren Zinker und dachten, ein paar Tage Untersuchungshaft würden ihm guttun. Am nächsten Tag suchten die Detektive Dr. Budden auf, um ihm die gestohlenen Daten wiederzubringen. Ah, vielen Dank, Augustin. Der Karottenkuchen duftet mal wieder herrlich. Habt ihr gewusst, dass Karotten sehr gut für die Augen sind? Na dann, guten Appetit. Und vielen Dank, dass Sie uns gerettet haben. Ach, ich wurde ja schon umgehend dafür belohnt. Mit der Liebe meines Lebens, meinem Augenstern, mein Augäpfelchen. Ich habe Frau Krabbenbaum heute im Bus auch kein einziges Mal schreien gehört. Ein richtiges Happy End. Willst du nicht auch ein Stück, Karl? Nein, vielen Dank, Dr. Budden. Von Torten, Kuchen und anderem Süßgebäck habe ich bis auf Weiteres mehr als genug. Warum liked ihr das Video nicht? Das ist Satire, das kann man mit lachenden und weinenden Augen schauen. Vielen mag das vielleicht ein Dorn im Auge sein, aber wir kommen sicher nochmal mit einem blauen Auge davon, wa? Huh?